Dann, wie gesagt, auf in die Wüste. In die Wüste. Und let's go. Genau nach Figaro und von dort aus in die Wüste. Ich bin wieder super, super aufgeregt, wen wir als nächstes begegnen aus der Final Fantasy Saga. Ich will endlich mal Squall. Nee, Cloud sehen. Squall haben wir schon gesehen. Ja, ich will Cloud sehen. Mal gucken, was der hier für eine Rolle spielt. Und für was der hier verantwortlich ist. Bin super, super gehypt. So, was war hier das nochmal? Ach, das war die Phantomwüste, okay. Was laberst du? Always go in prepared. Ja, seid immer gut vorbereitet. Ja, das sind wir. Das sind wir definitiv. Wir waren nämlich einkaufen und haben jetzt genug Heiltränke. Alles andere ist sowas von egal. Wichtig ist Leben haben. Wichtig ist Leben. Oh, was ist das denn? Das ist ja eine Riesenbrücke oder so. Ja, stimmt. Irgendwas war doch vorhin mit großer Brücke. Kapitel 16 oder so mit großer Brücke. Das dürfte das sein. Whoa, that thing over there has Ja, mein gotta be Gott, it. ist das groß. Now, that is one big the bridge. Well, you sure can't say it doesn't live up to the name. Große Brücke. Ist das die aus Final Fantasy 8? Da gab es auch eine riesen endlose Brücke. Große Brücke. Das sieht aus nach einem Aufzug, oder? Das so hochfährt. So eine Plattform. Getting to the top is not gonna be fun. All the same. Still, you have to admire it. Who could have built something like this? Nobody ever built it. A giant summoned it here in ages past. Aiko! Aus Final Fantasy 9. The name is Aiko. My job is to look after the Aiko? Hallo Aiko. Die ist auch zuckersüß. So, you were saying that big bridge isn't man-made. That someone summoned it here. But like... First, the bridge has a real name. It's Alexander, in fact. What? The Great Mirage. Big Bridge Alexander. Oh, it's the true! How did I miss it? I can sense the bridge is the presence. Dude, this thing is alive? Holy schlep! And that's why a summoner like me has to look after him. Oh wow, so you're a summoner then? Yeah, but it's not like I'm the one that summoned him. Hey, can I ask you something? Hmm? Are you them? The one and only giants from the hills? You bet! Yeah, that's the word. So, I guess that means it's true. Hmm? Wait a second. If the prophecy is right, you better not even think about it. Don't you dare lead us down the wrong path. Huh? Nobody remembers because they're so caught up in the Crimson prophecy. The Azure prophecy, it very clearly says you could bring us salvation or ruin, the divergent futures. Oh, that's right. Princess Sarah did tell us about the divergence. Wait, the what? You're the meme you forgot? I'm starting to worry. Maybe I shouldn't let you use the bridge. Oh no. We're cool. Me and Rain are totally going to wreak the right future. Sure are. Huh? Well, it's not like I can stop you. The prophecy's about you, not me, right? Go on, you can cross. But don't go causing the apocalypse. Duly noted. So is there some special the trick to getting to the tippity top of Alexander? Just get on. I'll handle the wake-up call. The what? Alexander's kind of a sound sleeper. So it's my job to step in and sort of get things going. Now, off you go! Das ist also die große Brücke Alexander. Also im siebten Teil gab es den als Aufruf. Wir mischen vorwärts.
Okay, wir können hier raus und speichern oder was? Ich glaube, das brauchen wir nicht, weil wir vorhin gespeichert haben bei dem namenlosen Mädchen. Bin gespannt, ob ich gegen den kämpfen muss. Das weiß ich nicht. Ich vermute es. Aber warum? Der ist doch gar nicht... Der ist heilig. Auf jeden Fall, der ist heilig. Element. Und Schatten müsste gut gegen den sein. Aber ich weiß nicht, ob ich... Ob es zum Kampf kommt. Wir schauen. Hang on to your tidy white chocobos. Huh? Ah. Right. Ready when you are. This is gonna be fun. Thanks, Eiko. Hey, Rain? I've got a bad feeling. Oh Mann, ich muss gerade voll schmunzeln. Das ist hier wie eine Achterbahn. I know that you're over there. I suppose you want to cross the bridge too? Oh, die geflügelte Ritterin. Die hat auch schon Yuna geschnappt. Papa Wolf. An Esper, as I thought. Look upon me now. Am I truly your enemy? Fenrir, your place is here by my side. As you wish. But I hope you indulge me with a better fight than that mist dragon with the other girl. Other girl? You mean Rydia? No! What did you do to her? Soon you will no longer care. Och Mann, jetzt ist auch Eiko in Gefahr. And here, I thought gravity was the worst that could happen to us. Are we there yet? I guess not. Okay, wo sind wir hier? Why did we just stop? Don't tell me Alexander went the back to sleep. Oh no. We have to do the rest of this on foot? Looks like we have no choice. Dude, why? Also wir sind nur zur Hälfte hochgekommen. Und die andere Hälfte müssen wir also quasi latschen. Okay, wir müssen die andere Hälfte hochlatschen, alles klar. Na dann. Latsch, 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 latsch. Wo ist das Sternchen? Das Sternchen ist da. Wie kommen wir dahin? Na, wir laufen jetzt einmal mal hoch und gucken, was passiert. Und wenn überhaupt was passiert. Oh, hier gibt's Kämpfe. Was gibt's denn hier für Mirage? Was ist das denn? Ist das ein Mini-Tombury? Oder was? Und in so ein Bulle Minotauro-Stapel. Okay, alles klar. Leichter Groll. Für einen leichten Groll zieht aber viel ab. Da war es nur noch ein Stapel. Feuer. Und wir machen Feuer. What? Das Teil darf nicht gewinnen. Nein, natürlich nicht. Sehr gut, wir haben es geschafft. Aber wir müssen jetzt dringend heilen. Wir müssen uns heilen. Ui, 18.000 Erfahrungen gibt es hier. Das ist krass. Das ist echt gut.
Ja, die Heiltränke können wir verschwenden, die kosten nur 100. Das ist so kein Problem. Dafür haben wir ganz viele von denen, dass wir sie verschwenden können. A friend of mine used to go to the school way up on a hill and it would close down even at the slightest hint of snow. So why is that? Because the only thing. Und der nächste Kampf. Hinterhalt, nein! Oh, die Bullen sind jetzt aber alleine. Das heißt, ich kann die jetzt bestimmt fangen. Oder? Mal gucken, ob ich die fangen kann. Okay, anscheinend können wir die doch nicht fangen oder noch nicht. Ich weiß nicht, warum wir sie nicht fangen können. Aber früher oder später kann man die sicherlich noch einfangen. Oder weiterentwickeln aus irgendwas, keine Ahnung. Mal gucken. She's so upset we've moved beyond trivia. Wir sind gleich fast oben. Wie cool. Wo geht's lang? Ah, da. One fight other after another. Oh man, diesen kleinen Tombere möchte ich haben. Und dann zum Tombere entwickeln. Das wird bestimmt toll. Was können wir denn machen? Wir können machen Feuer. Und hier machen wir ein Vollgar. Er zieht nicht so viel ab. Hätte ich mehr erwartet. Aber ist okay. Wir machen Schaden, das ist das Wichtige. Ja, im Endeffekt haben wir sie besiegt. Und weiter geht's. Nochmal schnell durchheilen. So, sehr gut. Was? Alexander geht noch weiter? Die Brücke ist... Wenn ich jetzt rein theoretisch rechne, haben wir 1, 2, dann kommt hier 3 und dann kommt hier 4, oder was? Ist die Brücke so unendlich lang? Hat die 4 Bienen? Also im Prinzip ist das ja eine lange Biene. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen wahrscheinlich wieder auf so einen dünnen Steak, ne? Oh, was sind das denn für Monster? Was sind das denn? Kobolde, die sehen ja cool aus. Die sehen ja cool aus. Wir machen... Was machen wir denn? Feuer. Ja, das ist doch gut. Und Folge auf alle. Und weg mit den Soldaten. Yes. Ja, das heißt, jetzt kann man die auch fangen, ne? Jetzt sind sie nicht mehr angekettet. Aber ich habe die Prisma dafür noch nicht. Also man muss ja immer erst einen töten und dann die Prisma zu bekommen und dann, wenn man die nochmal begegnet, dann kann man die eventuell halt einfangen. So die Theorie. Und ich hoffe, die Praxis sieht genauso aus. Krass, fast 20.000 Erfahrungen, das ist echt gut hier.
Hier kann man sich auf jeden Fall hochleveln, wenn was ist. Falls sich jemand bestimmten trainieren möchte. So, ich weiß jetzt nicht, wo lang. Müssen wir hier lang? Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo hier der Eingang ist. Hallo, wo muss ich lang? Oder muss ich erstmal wieder bis zu der Mitte fahren mit dem Mittelteil? Ist das ein Schalter? Ich bin gerade super verwirrt, wo ich lang muss. Noch ein Hinterhalt. Was ist das denn? Was ist denn bitte schön das? Erstmal Analyse. Zauberpott. Ach, der Zauberpott aus Final Fantasy 10. Okay, der sieht also hier so aus. Ein Zauberpott-Prisma brauche ich. Discrease S. Jetzt erkenne ich, stimmt, jetzt hat er unten so ein Teil. Was macht der Schönes? Ich bin super gespannt, was er kann. Das ist auch krass. Es ist resistent und ich mache trotzdem tausende Schaden. Auch wieder hier. Ja, wir können leider nicht einfangen. Und noch nicht. Also wir können hier nicht lang. Das heißt, wir müssen hier lang. Aber wie betätige ich das Teil? Also vorhin sind wir in die Mitte gegangen und es ging los. Ich habe gerade keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Okay, die gibt es auch in Donner-Variante. Kurzer Kätzchenstapel, süß. Richtig süß. Okay, Eis ist glaube ich gut. Die sind Donner-Eis. Donner-Feuer. Aber Eis müsste ja gut. Naja, okay, wahrscheinlich eher Wasser, ne? Wahrscheinlich eher Wasser. Wir machen jetzt einfach mal hier so eine Löser. Und zwar holen wir tiefer mal wieder. Tiefer geht nur auf ein. Sephiroth geht auch nur auf ein. Wir können auch die Gegner heilen. Wir heilen uns mal. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, den Aufruf haben wir noch gar nicht gesehen. Cool! Okay? Mit so einem kleinen Schoko-Po-Kit. Und was macht ihr jetzt? Heilendes Licht? Oh, die Musik ist so toll. Oh, wie geil! Diese Szene mit dem Gras sah gerade unglaublich geil aus. Sah richtig gut aus. Okay, der untere leuchtet, oder? Oder ist das innere? Mehr Magie, Schaden? Anscheinend, ne? Ich denke mal, die restlichen können wir so töten. Einfach drauf hicken. Ja, die haben wir besiegt. Ohne Probleme. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo wir da zum Teufel die Brücke betätigen können, damit wir hochkommen. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Wo ist denn da der Start? Ich bin gerade super verwirrt. Ich habe echt gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ui, ist das die linke Hand? Oder die rechte Hand? Linke Hand. Ich glaube, die brauchen wir, ne? Weil wir haben die rechte Hand. Und dann haben wir linke und rechte Hand.
Dann können die wahrscheinlich so eine besondere Attacke. Links-Rechts-Watsche oder sowas. Jo. Und besiegt. Sehr gut. Wir haben 20.000, das heißt, wir könnten uns einen Vitra-Samen holen und dann ständig heilen. Mann, ich weiß nicht, wo lang es geht. Verdammt. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Kann man hier rein? Das gibt's doch nicht. Wie können wir denn da hin? Ja, jetzt auf einmal passiert irgendwas. Davor war da nichts, als ich da war. Toll. Wer ist denn das? Schokobo? Also war das doch ein Schalter. Ist das Bartz? Ist das Bartz aus dem vierten Teil? Oder aus dem... Aus welchem Teil ist Bartz? Okay. Wir können mit dem oder was? Untersuchen. Ah, so kommen wir hoch. Alles klar. Rätsel gelöst. Okay, das war wahrscheinlich gar nicht Bartz. Gibt es überhaupt jemand, der Bartz heißt? Ich glaube schon, ja, aber das war der nicht. Hat keiner mitbekommen. Lalalala. Vielleicht ist es doch, ich habe keine Ahnung. Ich quatsch gleich mal mit denen und dann stellen wir mal fest, wer das ist. Oh, dieser Attack ist echt super. Gefällt mir sehr. Nee, Bartz ist aus dem fünften Teil. Der ist nämlich aus dem fünften Teil, wenn er das ist. Ich denke mal, das ist er, weil der sieht echt dem ziemlich ähnlich. Ja, das ist Bartz. Haha. Ich wusste doch, ich erkenne ihn wieder. Hallo Bartz. Und Boko. Wie süß. Oh, hey. I've heard there's some weirdo going around here yelling my name and attacking total strangers. Wait, wait. It's not one of you, is it? Huh? No, we didn't even know your name until you just told us. Oh, good. Well, I'd better keep looking for him. Can't have folks like that roaming around. If some bully was going around using my name to hurt a bunch of innocent people, I'd be the weirded out too. I know, right? Maybe if Tama was a tomahawk, then her name could... Awful! Your grade for that one is the PU! Yeah, that did stink. PU? But that's two grades! You guys going up? Yes, that's right. Okay, then why don't I tag along? The more the merrier, I say. Ja, warum nicht gleich so? Warum sind wir nicht gleich auf den hier draufgegangen und mit dem hier lang? Wobei es hier auf der linken Seite irgendwas ist. Das heißt, da ist irgendein Schatz. Also werden wir jetzt auf jeden Fall irgendwie links lieber lang gelaufen. Was ein Satzbau. Auf jeden Fall werden wir links lang gelaufen. Ich glaube, das wäre besser. Aber so ist es halt. Immer normal draufhauen und wenn die halten ja kaum was aus, deswegen ist es kein Problem für uns, einfach nur anzugreifen. Oh, er gibt so gute Erfahrung, das ist unglaublich. Das ist richtig gut. Gefällt mir hier. Ich mag die Brücke. Die Brücke ist toll. 20.000 Erfahrung pro Einkampf. Das ist doch nice. Da kann man absolut nicht meckern. You know, this might be my first time ever meeting an ordinary giant.
Back when I was a kid, I heard some towns. Ah, guck mal, das war so eine kleine Abkürzung, damit wir doch nicht ganz hochlaufen müssen. Hat er schon wieder? Wir haben sie gleich besiegt. Los, los. Doppelschub oder was? Nein. Wir haben die gleich. Yes. Vielleicht können wir den sogar jetzt fangen. Mal gucken. Nee. Wir können den noch nicht fangen. Den Kobold. Aber das wäre cool. Weil Kobold sieht cool aus. Der Kobold. Ja, das war ein super einfacher Kampf mit knapp wieder 19.000 geilen Erfahrungspunkten. Ja, wir sind auf jeden Fall so eine kleine Abkürzung gegangen, ne? Guck mal, man muss nur ein bisschen hinlaufen und dann wird man ein bisschen geskippt. Me? No way. Boko here is just a really good friend. Ja, ich erinnere mich, wie der fünfte Teil anfängt bei Final Fantasy 5. Und der reitet auch auf seinen Chocobo. Das ist ziemlich toll. Auf seinen Boko. Ich müsste mich mal gleich heilen. Aber ich denke mal, das kann noch ein bisschen warten. Dann pumpen wir den mit Heiltränken wieder zu. Vielleicht irgendwann den Kampf überleben wir noch. Aber danach gleich heilen. Victory! We did it! Und wieder 14.000, knapp. Krass, also hier gibt's echt gute Erfahrungen. Leute, falls ihr leveln wollt, hier ist ein guter Spot. Gegenstände. Heiltranks und ach komm hier, wir sind Witch, wir können ruhig Heiltränke verschwenden. Considering she's best buddies with the giant sea dragon, I'd say she's closer to something like a summoner or a. Im Prinzip müsste ich noch mal hier runter, weil dann Schatz ruht. Ich mach das jetzt einfach mal. Wir holen diese eine Schatztruhe hier unten, weil die habe ich auf der linken Seite unten gesehen. Da ist bestimmt was Geiles drin. Wenn man die verpasst, bereut man bestimmt das ganze Spiel. Daher müssen wir sie uns holen. Okay, die müssen wir dann zum Wackeln bringen, damit wir runterfallen. Und eventuell können wir dann die linke Hand einfangen. Wenn das klappt. Oh, jetzt wackeln die. 900! Ihr Ernst? Jetzt wackeln die. Nein, tot. Komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Jawohl. So. Das war nämlich der Plan. Jetzt machen wir wiederbeleben. So, die machen Stapeln. Und einfangen können wir noch keinen. Verdammt. Und Minilan. Juhu! Heilung! Und das war's. Gewonnen! Ich will unbedingt gucken, was da unten für ein Item ist. Auch wenn da irgendwie ein Rotz drin ist. Ist mir egal, ich will's holen. Das ist mein Item, was da unten rumliegt irgendwo. Ist halt ein langer Weg, ne? Aber... ja, da ist das Item, genau das meine ich. Und ein Elixier. Elixier ist cool. Also, mit dem Elixier... ist das ganz unten?
Oder war da unten noch ein Schatz? Ich bin jetzt verwirrt.